In Frauen zu investieren ist oft ein Minusgeschäft, nur mit absoluter Risikobereitschaft. Für viele Männer, vor allem für junge Männer, ist in Frauen zu investieren tatsächlich ein Minusgeschäft. Dann Andi, danke Karl für den Gratis-Content 10 für 10. Vielen Dank. Elisa, Wahnsinn, Frauen geben einen Daumen hoch. Elisa, freut mich, dass du mit dabei bist. Wie siehst du den Ölpreis? Ich glaube, der Ölpreis wird über die nächsten 12 Monate sich verdoppeln. Also Öl ist auch noch eine Sache, in die ich eher investieren würde. Ich glaube, der Ölpreis wird sich über die nächsten 12 Monate circa verdoppeln. Dann die nächste Frage von Daemo. Hey, wie kommt man am besten an Geld ran? Ja, Frage ist mir zu stumpf. Dann, was sind Ausbildungen, die du empfehlen kannst? Also ich würde entweder eine Bankausbildung machen, ich würde eine Elektrikerausbildung machen oder ich würde eine IT-Ausbildung machen, wenn ich eine Ausbildung machen würde. Dann, welches Mastermind wird es in Dubai? Das von Sven Platte von Digistore. Wenn jetzt unter den Zuschauern jemand dabei ist, der sich von uns beraten lassen möchte im Bereich Mitarbeitergewinnung, allgemein im Bereich, wie kann mein Unternehmen mehr Gewinn erwirtschaften, wie kann mein Unternehmen systematischer arbeiten und wie kann ich mich auch nach und nach mehr aus dem Unternehmen rausziehen, dann wende dich einfach bitte an diese Telefonnummer hier mit dem Betreff Beratungsgespräch. Also schreib an diese Telefonnummer per WhatsApp Beratungsgespräch und erwähne auch ganz kurz im Text, welches Video du gesehen hast, dann können wir das direkt zuordnen und dann werden wir ein Beratungsgespräch machen, wo wir eine Potenzialanalyse machen. Denn wir machen Folgendes, wir haben eine KMU-Formel und wir schauen uns da folgende Hebel an. Wir schauen uns da an Marketing, Vertrieb, Angebotsstruktur, also Produkt, Angebot, Preise, Positionierung und dann interne Prozesse, also interne Prozessdigitalisierung wie Buchhaltung, Datenverarbeitung, wie Projektmanagement, Software, also diesen ganzen Bereich. Und der letzte Punkt, den wir uns anschauen, ist das Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterausbildung, Mitarbeiter halten. Und dann schauen wir uns ganz genau an, wo gibt es bei dir im Unternehmen Probleme, wo gibt es Potenziale. Und unser Ziel ist es immer, innerhalb von einem Jahr 60% mehr Gewinn zu erzielen bei weniger Arbeitszeit und einen Plan, wie man sich nach und nach aus dem Unternehmen rausziehen kann und potenziell mal das Unternehmen später übergeben kann, verkaufen kann, franchisen kann oder automatisieren kann, dass man sich selber nach und nach aus dem Geschäft rauszieht. Und unser optimaler Zielkunde, du kannst auch gerne anrufen, beziehungsweise du kannst dich auch gerne melden, wenn du nicht unser optimaler Zielkunde bist, aber unser optimaler Zielkunde hat circa 10 bis 100 Mitarbeiter, hat circa 1 bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Und hat eher das Problem, dass er sogar Aufträge ablehnen muss, 6 bis 24 Monate ausgebucht ist, aber er einfach der Arbeit aufgrund von Mitarbeiter- und Systemstrukturen nicht nachkommt. Unsere Webseite ist auch unten verlinkt, unsere Unternehmensberatung mit weiteren Informationen. Ich hoffe, das Video war sehr informativ. Gerne den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Clip.